Hallo und willkommen zurück zu Crusader Kings 2. In der letzten Folge, da ist jemand gestorben. Wir haben unsere Tochter verheiratet und ja, diese ist, nachdem sie ein Kind zur Welt gebracht hat, einen Thronfolger, einen männlichen Thronfolger, gestorben. Das ist natürlich total tragisch. Vielleicht ist sie sogar im Kindbett verstorben. Ja, genau, hier steht sogar, im Kindbett verstorben. 18 Jahre war sie gerade mal jung. Das ist sehr tragisch. Sie hätte eine große Dynastie wieder gründen können. Das heißt gründen, aber wir haben ja schon eine Dynastie gegründet. Aber sie hätte noch viele Kinder in unsere Dynastie bringen können. Ihr Gatte, der hat zuvor von uns ein Geschenk bekommen. Er ist jetzt einer unserer Vasallen und er hält die Grafschaft Roazhon. Und Roazhon, das war ja damals die Hauptgrafschaft des Kleinkönigs von Bresse, diesem Typen, den wir damals hier Moment, Anspruchsteller, gehen wir mal drauf, dem wir damals die Grafschaft abgenommen haben. Dürren, war das der? Nee, das war vermutlich sogar. Gucken wir mal eben. Doch, Dürren. Connaughton. Dürren. Er war es, dem wir damals die Grafschaft abgenommen haben. Naja. Okay. Gut. Dürren. Gibt's denn noch? Der lebt sogar noch. Der ist bei uns im Gefängnis. Aber den belassen wir auch darin. Der hat einen Anspruch auf Maine und auf Bresse und auf Roazhon. Ja, der bleibt im Gefängnis. Maine ist das hier. Das ist interessant. Das können wir uns ja mal irgendwann vielleicht mal anlachen hier, diese ganze Ecke. Aber mal gucken. Wir müssen ja irgendwann mal unsere Ansprüche hier auch auf Frankreich vergrößern. Aber wir sind ja nach wie vor erstmal damit beschäftigt, unsere Macht hier in Irland auszubauen und dann zu verstärken da. Also erstmal Irland dann zu erobern und dann mal gucken. Vielleicht, ja. Da will ich erstmal noch nichts sagen, aber wir haben ja hier schon mal einen Fuß auf die englische Hauptinsel, oder auf die britische Hauptinsel hier gelegt oder gesetzt. Die Fett. Und ich habe immer noch einen Anspruch auf Glamorgan. Also, das ist immer noch offen hier. Das wollen wir noch behalten. Okay, wir haben einen schwachen Anspruch auf Diverses, aber Jülich beanspruchen, haben wir da diverse Leute auf unserer Seite. Ja, das ist aber für jemanden. Das ist nämlich für unseren Neffen, ja. Nein, machen wir nicht. Altmark beanspruchen wir nicht. Zelle beanspruchen wir auch nicht. Das interessiert uns gerade nicht. Okay, wir schauen mal eben in den Rat rein. Alle sind beschäftigt. In Connecta wird ja der. Nehmen wir die Pause raus. In Connecta wird ja gerade hier ein Anspruch fingiert. Unser Kanzler ist da zugange und gibt sich da größte Mühe, das da zu arrangieren, dass wir da einen Anspruch erheben können, um das dann zu erobern. Hier haben wir immer noch Connaughton im Gefängnis, der einzige, der da noch sitzt. Den wollen wir nicht rauslassen, den werden wir auch nicht rauslassen. Das wird niemals passieren. Entzog meinen Titel minus 60. Genau das ist es nämlich. Und deswegen bleibt er auch da. Aber wir haben jetzt einen männlichen Nachfolger, deswegen sind unsere Vasallen noch ein bisschen angetaner von uns. Dann müsste es gleich irgendwo. Also da steht nicht mehr weiblicher Nachfolger. Also passt alles. Unser Nachfolger ist, gehen wir mal uns, er. Eine Tochter wurde König Morgan im Keuschen und Königin Ida von Bresse geboren. Name Benegarda. Na toll, wir haben. Also ich bin sehr froh darüber, dass wir hier fünf Töchter haben. Allerdings wäre ich auch wirklich froh, wenn wir endlich mal einen Sohn bekommen würden. So, jetzt muss ich mal eben kurz schauen. Oh, Schützling Ilkaton strengt sich bei seinen Studien nicht an. Ich beginne zu verzweifeln. Ilkaton, das ist doch der unser Schützling de Poer, der hat doch einen Anspruch. Moment mal eben. Wer war das gleich? Das war. Ja, das war hier diese komische Dame hier, unsere Cousine, die uns nicht mag. Genau. Und sie ist ja der Anspruch auf Leon, auf Roazhon, auf Bresse.
Der Mann ist ja verstorben, genau. Dürren. Ist im Hause Dürren. Okay, ach genau, das ist sie. Die ist hier die letzte Verwandte von ihm, von dem Herrn von Naun. An dem Moment, von hier, dem Connigan. Ist die letzte von dem Connigan. Also Verwandte mit dem Connigan. Muss ein Bruder sein, oder wer war das? Also sie hier hat jetzt noch einen. Genau, ihr Bruder. Der Bruder ist der letzte von Connigan und sie hat noch eine Schwester. Okay. Ja, er ist der letzte Duren. Und er ist quasi ein Nachfolger von ihm, aber der gehört dem Haus Dupuy an. Ja gut, er soll. Wir sind ja hier sein Vormund. Beginne zu zweifeln, er strengt sich nicht an. Ja, schwer vom Begriff, was kann ich nur tun? Ihn prügeln, bis sich was ändert. Dem über den Nutzen des Fleißes sprechen. Ja, das wäre eine Idee. Oder für seine Seele beten. Wir sprechen mit ihm über Fleiß, auf dass er sich anstrengen möge. So, jetzt wollte ich aber eigentlich hier reinschauen. Emir Abdul Aziz, der zweite von Abadid, vom abbadidischen Emirat. So, da haben wir hier eine Niederlage nach der anderen. Na toll. Schauen wir uns das nochmal an. Wo ist das? Schlacht von irgendwo. Kann man mir das mal anzeigen, bitte? Offenbar nicht. Hier unten, darum geht's. Was? Die haben nur so ein paar Mann und. Moment, das ist unsere Armee und das ist die feindliche. Kann das sein? Granada-Armee? Granada? Verstehe ich nicht so ganz. Ja, genau. Das hier ist Granada. So, jetzt muss die granadische Armee hier diese Armee besiegen, um hier ein paar Punkte zu gewinnen, zu generieren. Okay, lass mal die mal machen. Ja, dem schließen wir uns jetzt nicht an. Aber das wird sich jetzt hier vermutlich gleich noch ein bisschen ändern. Was? König Pheramon II. Von Aragorn verlor, obwohl er die Schlacht gerade gewonnen hat. Tja, super, da haben wir auch Prestige verloren, glaube ich. Also, was heißt glaube ich? Ich weiß, dem ist immer so, wenn man da die Schlacht verliert. Bin ich mir sehr sicher, dass es so war. Naja, gut. Ja, da wird man eben so reingezogen in so einen Krieg, was will man machen. So, Graf Ion Monok von Domnonia hat die Grafschaft von Domnonia und Conan von Domnonia geerbt. Okay, hier ist jemand nicht mehr Vormund, wahrscheinlich ist die gestorben. Sie ist gestorben, so sieht's aus. So, das hier ist unsere Tochter. Wer, oh, sie ist verlobt mit dem, naja, Prinzen von Frankreich. Ist sehr gut. 8 Jahre alt, dann soll sie. Also sie ist ja kriegs- und verwaltungstechnisch auch gebildet. Gucken wir mal, den wir da finden. Verwalter, ja, den können wir da durchaus nehmen. Verwalter klingt nicht schlecht und der war auch auf unserer Seite. Machen wir das so. So, jetzt müsste hier gleich der Verwalter auftauchen. Da ist er nämlich und der mag uns auch so halbwegs. Okay. Können wir so machen. So. Dann lassen wir mal die Zeit ein bisschen weiterlaufen. Kleines Königreich von Bres. Ja. Den großen Königstitel kann man ja immer noch nicht schaffen. Sohn bekommen wir nicht. Wie kann ich jetzt. Also eigentlich müsste ich ja. Was war das? Königreich von Bretagne, genau. Den möchte ich nämlich schaffen hier, den Titel. Aber wenn ich das. Also das wird Geld kosten. Gehört zum. Ja, kleines Königreich. Königreich. Erstellen. Ihr müsst mindestens den zwei Herzogtumstitel innehaben. Was? Mindestens zwei Herzogtumstitel müssen wir mindestens innehaben. Ihr könnt euch die Kosten von 286 nicht leisten. Wir brauchen die Kontrolle über 51% der rechtmäßigen Herrschaftsgebiete für diesen Titel. Derzeit kontrollieren wir 100%. Dieser Titel würde euer Prestige um 400 erhöhen.
Ja, kostet euch 286 Gold und 204 Täler. Dafür hätten wir Geld. 4 Täler sind dir 166. 286, na, da gucken wir mal, wenn wir jetzt vielleicht das Geld haben. Aber wir können mal eben nach Herzogtümern gucken. Nicht reiche Herzogtümer. Das ist ja ein Herzogtum. Das ist doof. Und das nächste Herzogtum wäre hier unten zum Beispiel. Das hier vorne. Okay. Joa. Moment mal. Ist das hier Herzogtum von Meath? Kleinigkönigreich von Connecta. Ja, genau. Guck mal an. Wenn wir das hätten, hätten wir zwei Herzogtümer und hätten damit Anspruch darauf, das Königreich zu gründen. Reine Zeit- und Geldverschwendung, aber es macht so viel Spaß. Die Freuden des Lebens lassen alles andere weniger langweilig und viel angenehmer erscheinen. Eine süße Verlockung. Oh Gott. Was interessiert mich jetzt ein Tempelvasallen? Süße Verlockung. Wir brauchen einen Sohn. Wir endlich einen eigenen Sohn haben und noch mehr Kinder. So, Reich von Frankreich. Königreich der Bretagne gehört zum Reich von Frankreich? Ich glaube nicht. Königreich von Aquitanien, Königreich von Bretagne, von Burgund und von Frankreich. Reich von Frankreich. Okay, derzeit gibt es die beiden Königreiche Aquitanien und Frankreich. Aquitanien ist hier unten. Nein, es ist nicht. Das hier ist Aquitanien. Ja, aber unten, das gehört ja dazu. Reich von Frankreich. Das und Frankreich. Ach so, naja, dann haben sie das einmal in den nördlichen und in den südlichen Teil geteilt. Ja, okay. Ein Sohn wurde Vincent Mabgutet von Jean-Moëf Verguedon geboren. Mabgutet. Okay, und eine Tochter hat er bekommen. Oder Zwillinge. Da gratulieren wir ihm. Gratulation. Thorndreck fragt, wann im Wald ein Baum fällt, wenn im Baum, na, wenn im Wald ein Baum umfällt, aber keiner es hört, gibt es dann ein Geräusch? Gute Frage, du solltest selbst darüber nachdenken. Du solltest dich lieber nützlichen Fragen zuwenden. Nein, nein, sie soll ruhig darüber nachdenken. Finde ich gut, die Frage. Thorndreck Bergmorgen ist nun volljährig, sie wird ein charismatischer Verhandlungsführer. Sehr schön. Und es fehlt einem Kind ein Vormund. Ganguiu. Moment, das kriegen wir hin. Guenguiu. Guengui. Guengui. Also Gwen ist eigentlich Gwen. Guenguiu. Müsste eigentlich ausgesprochen werden. Guiyu. Guenguiyu. Ganz französisch. Na ja, gut, da kommt immer noch dieses, na, wie heißt es denn gleich? Dieses Gallische dazu. Dessen bin ich nicht mächtig. Von dem her ist mir das egal. Wir suchen nach einem Erzieher für sie und das sollte sein ein einer, der in der Staatsbildung bewandert ist oder generell gebildet. Was, wieso kann ich ihm jetzt kein Kind ausbilden? Da steht's doch. Unser Verwalter, der kann auch das übernehmen, von mir aus. Ja, oder er hier. Matthias, der kann sich auch mal nützlich machen. Oh, Moment, sie könnte deutsch werden. Auf gar keinen Fall. Das müssen wir ändern. Philipp soll das werden. Also, Kind ausbilden, Philipp. Prinz Matthias, Moment, Moment. Vorschlagen, dass Philipp der Vormund von Prinz Matthias von Manuba. Ja, mein Gott. Okay, da habe ich ihn jetzt verprellt. So, das Kind ist versorgt. Ihr schaut mir den Schaden am höchsten Turm in Bruerec an. Als der Kopf. Wieso haben wir den Schaden am höchsten Turm in Bruerec? Als der Kopf von Ilkaton im Fenster erschien, 100 Ellen über dem Boden, was soll ich mit diesem neugierigen Kind nur anstellen? Neugier hat noch niemanden umgebracht. Ehrlich, tapfer, verwundet, verstümmelt, teilt ihm eine Lektion. Nein.
Soll er doch machen. Oh, er ist tapfer geworden. Sehr gut. So, und unser Schwiegersohn, der ist jetzt... der mag uns nicht mehr ganz so sehr. Minus 10, weil... Ne, Moment. Persönliche... Wo steht denn das hier? Persönliche Diplomatie. Lese ich gerade nicht. Ein Schützling verlor minus 20, das ist doch nicht wahr. Minus 20? Ich dachte minus 10, nicht minus 20. Graf Ed für Bres. Graf Junumok von Domnonia. Also die Domnonias, die sind echt hier, oder die de Pontièvre. Genau, die Familie de Pontièvre ist ein bisschen komisch. Ja, genau. Das ist doch die Familie hier von Domnonia. Conan. Genau. Das waren hier diese enorm nervigen. Okay. So, von Domnonia. Gehen wir mal nach Domnonia. Domnonia ist da. Warum will er hier wieder Stress machen? Ist doch nicht wahr. Jetzt ist er... Wer ist das? Okay, die sind verheiratet. Reguläre Heirat, okay. Tja, kann ich dir den Titel entziehen? Jetzt entziehen den Titel auswählen. Von Domnonia, von mir aus. Okay, es wird alles verschlechtern. Das wäre nicht besonders sinnvoll. Na, auch nicht. Schwörung zur Ermordung. Er hat nur einen Anspruch auf Domnonia. Na, mein Gott. Das wird sich schon ändern, hoffe ich. Ermordete engen Verwandten, minus 30. Neidisch ist er auch noch. Lassen wir es erstmal so. Dann müssen wir aber auf Truppen aus Domnonia verzichten. Ja, ärgerlich, aber was soll man machen? Hier hätten wir noch eine Menge möglich. Gehalten. Tudolon de Rouen, Grafschaft von Bräfne. Der ist Herrscher von Bräfne. Papst Honorius II. Ist gestorben. Papst Stephanus der XI. Trat seinen Nachfolger an. Dann müssten wir dann bald mal den... Was war denn hier? Moment mal. Wir müssten bald mal dem... dem... ja, was wollte ich sagen? Wir müssen da mal hier nach Bräfne unseren Kanzler schicken, damit er da ein bisschen die Stimmung hier bei ihnen ein bisschen verbessert. Oder wir gucken, dass wir dem vielleicht ein Geschenk schicken, aber... Ja, Nachfolger ist er. Euer Cousin. Er ist in der Münsteraner Revolte. Vielleicht können wir ihn ja verheiraten mit einer unserer schönen Töchter. Nicht so wirklich. Kann man da denn... Heirat wieder tatsächlich. Ja, Kinder hat er auch keine. 31 ist er. Ausbildet brauchen wir den auch nicht mehr. Na gut. Haben wir hier oben irgendwo noch einen Ketzer? Müssen wir auch mal drauf gucken. Nicht, dass wir da... übersehen, dass da vielleicht ein Ketzer ist, den wir da einfach den Krieg erklären können. Naja, das ist hier Schottland. Die sind mit uns... Ich glaube, die sind mit uns sogar noch verbündet. Bräfne sind wir momentan. Ich glaube, wir haben einen Waffenstillstand. Da sehen wir's. Okay. Na gut. Pause raus. Und Moment mal. Wo ist denn unser Kanzler? Der ist hier. Ach, da oben steht er. Da habe ich den tatsächlich übersehen. Gut. Gut. Das Schicksal ist mir wohlgesonnen, meine Gattin Ida ist schwanger, aber bei einer so hohen Fruchtbarkeit ist es kein Wunder. Ich guck mal eben, die Fruchtbarkeit bei uns, die ist... Wo sehe ich die denn insgesamt? Kann ich das hier irgendwo sehen? Dass ich das bin, sehe ich auch, aber die Fruchtbarkeit hätte ich gern gesehen von ihm. Plus 20.
plus 10. Minus 15, also immer noch bei plus 15. Naja, sehe ich jetzt hier nicht. Im Gesamt sehe ich es gerade nicht. Schade. Naja. Okay. Unser Kanzler, der ist sogar einigermaßen fähig. Also ich frage mich, warum das dann jetzt hier so lange dauert. Kann es ja schon bald nicht mehr sein, dass es so lange dauert. Naja. So, wir können uns mal um unsere Kardinäle ein bisschen kümmern. Der ist der aktuelle Kardinal Appointment Score. Ja, der ist natürlich super schlecht. Mein Lebensjahr. Ich habe gute Neuigkeiten über meine Mission nach Burek. Während meines Besuchs am Hof von Bischof Grund von Logenec stopfte ich seine Ohren mit giftigen Verleumdungen und üblen Gerüchten über seinen Kirchenführer vor. Voll. Ihre Beziehung ist nun gründlich sabotiert und wird ab jetzt wohl alles andere als gut sein. Sehr gut. Bischof von Grunf. Ja, schön. Dann soll er... Beziehung. Ja, gut. Papst Stephanus. Uns mag der auch nicht. Naja. Ausgezeichnet. Schauen wir doch mal rein. Oh ja, guck mal an. Von Vasallen bekommen wir etwas mehr Truppen. Da müsste jetzt hier der Grund... Naja gut, der mag uns aber dennoch nicht. Nicht ausreichen zumindest. Weil wir süße Versuchungen haben vermutlich. Ja, steht ja minus 20. Und bekannter Mörder sind wir ja immer noch, klar. Für jeden 61. Tag, an dem eine Vasallenabgabe während eines offensiven, nicht kreuzzugsbedingten Krieges erhoben wird, bekommt der Vasall eine minus 1 Meinung von euch. Naja, ist okay. Wir haben ja gerade keinen Kampf. Keinen Krieg. Was will der hier? Bei uns? So, hier den Graf Anjou von Würzburg. Ja. Ich möchte gerne... Was will der hier? Hat aber nur eine Fraktion. Papst Stephanus, der 11. ist gestorben. Papst Honorius der 3. trat seine Nachfolge an. Okay. Naja, das geht da schnell. Also nochmal gefährliche Fraktionen, aber was will denn der? Der will Bres haben. Sobald Graf Jun Monok von Domnonia nicht mächtig genug ist, könnte der König Morgen der Keusche ein Ultimatum gestellt werden. Anspruchsteller, Graf Tier Cornel, bitte was? Anführer, Anspruch. Also das ist hier äußerst schreckliche Übersetzung. Da ist es mal schwer herauszulesen, was man da jetzt genau will. Kann ich ihm jetzt sagen, er möge das bitte unterbinden? Nein. Naja, okay, weiter geht's. Was soll ich machen? Eine Tochter, Argenteia. Na gut, noch eine Tochter. Haben wir jetzt 6 Töchter. Sehr schön. Warum auch nicht? 44 Jahre sind wir alt, unsere Frau ebenso. Ja, vielleicht kriegen wir dann noch 1, 2 Kinder. Dann soll auch gut sein. Ihr braucht sie ja nicht mehr zur Welt bringen. Wir haben ja einen Thronfolger, einen männlichen. Das Problem ist also behoben. Kann man hier irgendwie Anspruch stellen? Bündnis schmieden? Nein. Ja, den mag ich auch überhaupt nicht. Mein Lebensjahr, meine Mission in Burek ist bislang ein Erfolg. Das will ich sehen, ob das wirklich so ist. Seid geehrt, Neffe, mögt ihr in Harmonie und Zufriedenheit leben. Ich bin in Kenntnis einer Verschwörung gelangt, bei der Graf Jonmonok von Domnonia die folgende Absicht hegt. Täuscht einen Anspruch auf Kleinlich Königreich von Brest vor. Untertänigst euer vertrauenswürdiger Graf Udon von Diefet. Okay. So. Das gucken wir uns jetzt mal an. Bistum von Logunec. Erstmal hier. Ihn hier, 56. Damit mag er uns aber immer noch nicht ausreichen, glaube ich. Ja, ein bisschen. Okay. Paar Truppen kriegen wir da immerhin. So, jetzt wäre möglich, den... Wir haben jetzt unseren Marschall da und den Verwalter. Dann bräuchten wir hier vermutlich noch den
Agentenführer, der ist momentan in Würzburg, um Graf Eudon von... Nein, das ist ja am Graf... Wie heißt der jetzt gleich? Den Menschen von Würzburg, um den niederzustrecken. Na gut, ja. Verschwörung aufgedeckt, Schläge greifen den Agentenführer an. Was soll wohl daran gehen? Anleger wohl zum Beitritt eurer Fraktion ermutigt. Ja, warum machen wir denn das nicht? Oh Mann. Neuen Agentenführer bestellen? Nein. So, Moment. Er ist in Würzburg. Er soll intrigieren in Würzburg. Warum kann er das nicht? Muss ich meinen Rat... Agentennetzwerk aufbauen kann er da. Verschwörungsstärke erhöht plus 10,5%, wenn ich ihn dahin schicke. Okay. Na gut, dann soll er doch da bleiben. Und das in Würzburg weiterhin betreiben. Ich weiß gar nicht, warum da jetzt. Gut. Ja, was interessiert mich jetzt hier die Verschwörung? Da kann ich jetzt nur hoffen, dass der das hier beendet. Okay, kann ich nicht schicken. Gut, dann, naja. Ist dem so. Oh, rechtmäßige Einkerkerung kann ich betreiben. 51% Wahrscheinlichkeit. Wenn wir scheitern, könnte er uns den Krieg erklären. Oder an einen anderen Hof fliehen. Okay, das wäre eine Idee. So, wen muss ich da hinschicken, um die Verhaftung? Verhaftungschance plus 15%. Das war der Marschall. Domnonia. Dahin. So. Dann machen wir das. Graf Jon Monok ist nun sicher in meinem Verlies in das Schloss und Riegel und wartet auf sein Schicksal. Ausgezeichnet. Nachfolger ist er hier und der wird von Cecilia. Oh nein. Nein, 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 nein. So, Domnonia. So, unser Vasall. Der wird ausgebildet von jemandem, der uns sehr mag. Gronf. Nein. Der, wo einen, der verwalten kann. Und unser einigermaßen mal Iancar, Graf von Desmond. Der ist bretonisch. Ja, von mir aus. Passt doch. Nehmen wir den. So. Kann man den noch irgendwie verloben mit jemandem aus unserem Hause? Kann man. Er selbst ist 6. Okay, dann nehmen wir doch unsere Gwenguille. Ja. Matrilinea. Graf Jon Monok zieht momentan ein anderes Gebot von uns. Okay, da muss ich erstmal abwarten, bis er denn die Vormundschaft da akzeptiert oder ablehnt. Aber ich sehe auch, dass ich da an der Stelle wieder eine Pause machen muss. Deswegen, zack, machen wir die an der Stelle. Und er akzeptiert den Vormundschaftskontrakt. Gut, aber wir machen jetzt an der Stelle eine Pause. Ich hoffe wie immer, dass es euch gefallen hat. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis demnächst. Tschüss!